aufgeschnappt haben und sich auf die Suche gemacht haben nach tollen Geschichten und Bildern in ihrem Heimatdorf. Ja, ich bin der Simon, 15 Jahre alt, gehe wie gesagt Ursula Realschule in Attendorn. Meine Hobbys sind Hundesport und bald noch Tamokor. Info 005 aus Münster. Herzlich willkommen. Hattet ihr vorher schon mal Erfahrungen mit Kamera und Film oder war das so, dass ihr eine Kamera in die Hand bekommen habt und drauf los? Wie war das? Im Prinzip war es bei uns so. Also wir haben einen bei uns in der Gruppe, der hat ein bisschen mehr Erfahrung damit. Aber wir waren sonst alle Neulinge und mussten erstmal angeleitet werden. Und das waren am Anfang auch so unsere Probleme. Aber hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Also wir sind schnell in das Thema reingestiegen. Oh, jetzt geht's besser. Danke, das kneift nicht mehr so gut, aber jetzt habe ich hier so ein bisschen... Ja, das ist der Überstand, das wird sich mit der Zeit, wird sich das abbreiten. Die Höhepunkt heute Abend ist natürlich dann die Preisverleihung. Aber der Sieger heute ist das Team aus Recklinghausen. Wir diesen Preis. Wir möchten einmal Reinhard Kim danken, der uns überhaupt zu den Projekten eingemeldet hat oder uns dazu gebracht hat, da mitzumachen. Wir möchten auch an Rassegäuner danken, die uns dabei unterstützt haben, auch ganz besonders der Volksbank Wegelände, die uns überhaupt den Kauf der Kamera ermöglicht hat durch ihre Spende. Ja, der Preis wird ein Ehrenplatz bei uns erhalten in Rassegäuner und wir gehen jetzt im nächsten Jahr natürlich mit nochmal Motivation an, dass wir da auf dem Niveau weitermachen. Dankeschön. Also, wir machen weiter. Wunderbar.